Okay Leute, es war zu befürchten. Ich stecke jetzt hier so drin. Hinter mir geht's runter. Aber ja, ich hätte auch ruhig mal einen Schritt weiter überlegen können. Alter, schaut mal, wie tief ich hier im Schnee stecke. Ich hätte auch einen Schritt weiter überlegen können, weil die Challenge war eigentlich erstmal hier hochzukommen. Man sieht es auf dem Video wahrscheinlich gar nicht, wie steil das hier hochgeht. Das ging ganz gut so, mit ein bisschen rumbohren, aber jetzt hier der Winkel vom Auto, so wie der jetzt steht, ist jetzt nicht unbedingt vielversprechend. Ja, das sieht auf dem Video alles immer nicht so ernst aus, aber ich laufe mal runter. Da steht meine G-Klasse und es wird langsam dunkel und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen Respekt, was da jetzt passiert, ob ich den wieder gerade bekomme, ob ich es schaffe, irgendwie umzudrehen. Das wird interessant. Hier. Meine eigentliche erste Angst war, dass ich hier runterkomme und da runterrutsche. Aber da bin ich eigentlich ganz gut durch. Scheiße, guck mal. Wie steht denn die Karre da? Scheiße. Naja, bleibt nichts übrig. Als das Gas stehen und gucken, dass wir das Ganze jetzt wieder auf einen sicheren Boden bringen. Drück die Daumen, Leute, in Form von einem Daumen hoch. Gib mir jetzt einen Daumen hoch, wenn du mir jetzt die Daumen drückst. Digga, guck mal. Okay, Digga, drück mir die Daumen. Mach ich. Was soll ich jetzt sagen? Ein bisschen ratlos jetzt. Ich habe eine Idee, was, wenn wir solche Stöcke unter die Räder tun? Digga, ob das was bringt? Ja, dann kenne ich da ja nicht aus. Das ist vorbei, Alter. Schon, oder? Ist vorbei. Vergessen, da geht gar nichts mehr, Mann. Das erste Mal in der Geschichte dieses Autos geht nichts mehr. Kann ich vergessen. Also ich glaube, wir müssen jetzt Pause machen kurz und überlegen, was wir machen. Alter, das ist jetzt echt kein Spaß. Ich kann nichts mehr machen. Nicht vor, nicht zurück. Oh, shit. Also du standest ja am Anfang hier. Ja, Mann. Jetzt bist du ja da unten. Rutschig, Alter. Guck mal, das ist komplett mit Eis unten drunter. Also jetzt ist eine halbe Stunde, oder? Halbe Stunde chillen wir jetzt hier. Wir haben noch keinen Masterplan entwickelt bis jetzt. Es hat sich auch nichts verändert. Status immer noch so. Woran hat es gelegen, Alter? Woran?
Woran hat es gelegen? Ich kann es euch ganz einfach erklären anhand von zwei physikalischen Faktoren. Faktor Nummer 1, das Problem, das wir im letzten Video schon hatten, und zwar der Faktor Steigung. Ich weiß nicht, du hast studiert, gell? Das ist kinetische Energie, oder? Ja, safe. Safe kinetische Energie. Also die Kinetik hat uns hier einen Streich gespielt, so wie beim letzten Mal auch schon. Man sollte meinen, dass man irgendwie lernt oder so, aber Fehlanzeige. Ja, ich wurde gerade von einem Anruf unterbrochen. Alle kümmern sich um mich, dank Instagram. Toll. Muss nur einer kommen, der halt auch wirklich eine Maschine hat, wo hier rausziehen kann. Naja, was ich sagen wollte, das allergrößte Problem bei diesem Spektakel jetzt ist, dass hier unter dieser Schneeschicht, die da beachtlich dick zu sein scheint, eine fette Eisschicht drunter liegt. Ihr seht, brutal. Wir haben hier einen halben Meter Schnee und dann noch so eine Eisschicht drunter. Was willst du da sagen, Alter? Das ist einfach nur Dummheit jetzt. Ich hätte auch einfach gucken können. Ich hab mich ja nicht mal getraut am Anfang. Ich habe gedacht, okay, soll ich hier hochfahren? Keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, komm, mach halt. Hier hochgefahren, schon gefreut, super. Und dann wollte ich eigentlich hier umdrehen. Ich wollte hier umdrehen, so ganz entspannt. Vielleicht, wenn es blöd gelaufen wäre, wäre ich ja allerhöchstens noch irgendwo bis da hinten gefahren. Da ins Flache rein oder so. Aber nee. Also wir haben zwei Drohnen, wir haben eine Maske, kein Schluck zu trinken und nichts zu essen. Außer noch ein paar Nüsse, die ich im Auto habe. Top ausgerüstet für Offroad-Adventure. Aber man wird halt einfach auch übermütig, wenn es immer funktioniert. Das ist das Riesenproblem, dass man einfach nie daraus lernt. Also ich zumindest, bis es mal so richtig schief geht, so wie hier jetzt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja jetzt noch nicht richtig schief gegangen. Wir stecken jetzt fest und da ist ein Abhang. Aber bis jetzt passt ja noch alles, aber ich hoffe, dass hier irgendwie rauskommen. Unser Aufenthalt hier wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, so wie es aussieht. Wir haben uns jetzt hier informiert. Unterschlupf bauen, Feuer machen, erste Hilfe bei kaltem Wetter. Ich würde sagen, wir bauen einen Unterschlupf. Also ich habe das ja schon oft gesehen in irgendwelchen Videos, wo die Leute stecken bleiben und dann ewig lang dann auf Hilfe warten müssen und so. Aber wenn man selber in der Situation steckt vor allem, da fühlt es sich echt lang an und es wird halt echt dunkel und auch kalt. Aber auch wenn wir jetzt zurücklaufen, haben wir keine Chance. Laufen wir ja 3 Tage. Die Rettungskräfte haben gemeint, wir müssen ungefähr 7 bis 10 Tage durchhalten. Deswegen bauen wir jetzt ein Haus, wo wir nächtigen können. Hier! Scheiß auf die Wildklasse, Alter. Ich kaufe mir jetzt einfach einen Traktor. Ohne Witz. Soll ich irgendwas machen? Mach mal Sperre rein. Sollen wir den vielleicht vorwärts in die Ebene ein bisschen reinziehen? Da vielleicht ein bisschen mehr Luft zum irgendwas machen. Alter, seht ihr das? Seht ihr das, wie der Traktor einfach seitlich fährt? Boah, Alter, das ist aber mutig. Junge!
Also Leute, wir haben folgenden riesen Zwischen... Oh, da habe ich Dreck hängen. Stört das jemand oder soll ich es wegmachen? Wir haben folgenden Zwischenstand. Der Traktor hängt fest. Der Traktor hängt jetzt fast so dran, wie ich vorhin mit der G-Klasse dran gehangen bin. Es ist einfach nicht normal, dieser Untergrund. Dieser Untergrund ist einfach krank. Ich hänge jetzt da so. Und der Traktor hängt jetzt hier so am Abhang dran. Digga. Scheiße. Was machen wir jetzt? Eins. Fail. Zwei. Fail. Drei. Mal schauen. Okay, Leute, wir sind draußen mit Traktor Nummer 1. War so kalt, hä? Alter, echt übel. Was haben wir? Minus 6 Grad? Wahrscheinlich, minus 7 ja. Vielleicht? Wenn nicht, also heute Abend wären es minus 12 oder so. Auf jeden Fall. Scheiße, Mann. Lost sagt man heutzutage, glaube ich. Wild mit Y. Also nächstes Mal überlege ich es mir echt besser. Dazu. Also, ich überlege gerade, wie viel Kästen Bier ich eigentlich kaufen muss, um die Jungs zu entschädigen. Ich weiß gar nicht, ob die Hilfe überhaupt im Bier aufzuwiegen ist, aber ich bin erstmal froh, dass die Karre nicht umgekippt ist, weil ich habe wirklich schon im Kopf gehabt, das Bild, wie die G-Klasse einfach auf der Seite liegt, Alter. Ohne Witz. Ich habe mich schon mit dem Gedanken angefreundet. Ich habe mir schon gedacht, ey, okay. War witzig und das war's jetzt halt. Aber ja, jetzt haben wir es geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch oder wir alle konnten euch mit dem Video ein bisschen entertainen. Und ja, dann seid ihr beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder dabei. Abo dalassen, Glocke nicht vergessen. Und schreibt mir einen Kommentar, wie eure Feelings so waren. Was habt ihr gedacht, wie das Video enden wird? Wir fahren jetzt nach Hause.